Hallo ihr Lieben, ich zeige euch jetzt, wie ihr hier diese Füße von diesem Grinch ganz einfach zusammenhäkelt. Das sieht immer so schwer aus, aber eigentlich ist es ganz einfach. Also ihr häkelt euch eure zwei Füßchen, diesen einen Fuß, da könnt ihr gerne den Faden auch abschneiden und macht einfach am Schluss eine Kettmasche. Den zweiten Fuß, da lässt ihr den Faden noch dran, denn damit häkelt ihr ja weiter. So, dann nehmt ihr euch das hier einfach so, diesen Faden, also diesen Anfangsfaden von diesem zweiten Fuß oder halt vor dem ersten Fuß, den häkelt ihr ganz einfach mit, weil, ja, dann ist er verhäkelt, dann müsst ihr den nicht extra irgendwie hier reinstopfen und dann geht es alles hier auch gar nicht auf. So, dann stecht ihr hier in diese Masche rein, also ihr seht es, hier habt ihr einmal diese eine Masche, so sieht es bei euch aus. Dann geht ihr hier rein und schließt das erstmal mit einer Kettmasche. So, damit die zwei Füße ganz einfach erstmal miteinander verbunden sind. Diesen Faden, wie gesagt, einfach mitnehmen und dann häkelt ihr einfach weiter. Einfach in feste Maschen häkeln. Eine Masche nach der anderen. Also ihr könnt eigentlich nichts verkehrt machen. Einfach immer weiter häkeln. Den Faden, wie gesagt, mitnehmen. Dann könnt ihr den dann einfach in den Fuß reinstopfen. Und dann ist der auch schon entsorgt, sage ich jetzt mal. So, jetzt bräuchte ich den Faden eigentlich nicht mehr mitführen. Der ist jetzt schon so gut wie weg. Jetzt tue ich den mal einfach hier reinstopfen, damit er nicht so stört beim Weiterhäkeln. Also ihr könnt ihn natürlich auch abschneiden. Ich stopfe den jetzt hier einfach mal rein. Ist eigentlich egal, weil am Schluss sieht man den ja eh nicht mehr. So, tolle. Und einfach immer weiterhäkeln. Bis ihr dann hier in der Mitte angekommen seid. So, tolle. Genau. Jetzt sieht es hier ein bisschen verwurstelt aus, wenn ihr das seht, aber das macht nichts. Ihr müsst jetzt hier nicht perfekt häkeln. Es reicht einfach, wenn ihr, hauptsächlich ihr stecht in irgendeine Masche ein, die ihr gerade finden könnt, die gut aussieht. Also ich steche jetzt hier einfach mal, stechen wir mal hier ein. Nehmen wir einfach eine neue Masche. Also ihr könnt auch egal wo einstechen und feste ziehen. Das ist natürlich ganz wichtig. Und jetzt habt ihr hier natürlich schon eine Masche aufgenommen und könnt einfach weiter häkeln. Seht ihr das? Also einfach immer weiter. Und das machen wir jetzt alle noch diesen einen Fuß entlang. Einfach in feste Maschen weiter häkeln. So, ihr seht, es ist gar nicht schwer. Die Mitte ist immer am kompliziertesten, weil man immer nicht weiß, oder besser gesagt auch für Häkelanfänger, da wo keiner weiß, in welche Masche ihr reinstechen müsst. Aber hier haben wir jetzt reingehäkelt, jetzt häkeln wir hier auch noch. So, dann haben wir hier eine Masche und ihr seht schon, hier ist es nicht mehr so kompliziert wie auf der anderen Seite und ihr könnt jetzt, hier steche ich einmal rein und dann könnt ihr einfach weiter häkeln. Wenn ihr jetzt eine Masche mehr oder weniger habt, ist es gar nicht so schlimm. Hier ist ein bisschen schwer einzustechen. So. Das macht gar nichts aus. Ich zeige es euch jetzt dann nochmal hier auf der anderen Seite. Am Schluss fällt es ja eh keinen auf, ob ihr jetzt eine Masche mehr oder weniger habt. Also ihr müsst jetzt hier ganz am Anfang nicht unbedingt exakt nach Häkeleinleitung häkeln. So, jetzt sind wir gleich wieder hier in der Mitte angekommen. Und ihr seht jetzt schon, wie das bei euch aussieht.
Und zwar, so müsste das jetzt auch bei euch aussehen. Also ihr seht schon, jetzt habt ihr richtige, also eine schöne Maschenkette, wo ihr einstechen könnt, wo ihr jetzt zum Beispiel eine aufnehmen könnt oder wo ihr eine Masche abnehmen könnt. In der Anleitung braucht ihr ja hier insgesamt 25 Maschen. Also ich zähle es jetzt hier einfach mal nicht ab. Ihr könnt es bei euren abzählen. Es kommt halt auch darauf an, wo ihr jetzt hier in der Mitte eingestochen habt. Ich zeige euch jetzt erstmal, jetzt mache ich nochmal bis zur Mitte. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Masche oder zwei Maschen mehr habt auf euren Körper, dann könnt ihr einfach hier in der Mitte am besten und am besten ihr nehmt es dann auch als Hinterteil, also hier hinten. Ihr seht es, ich habe hier auch, ich weiß jetzt gar nicht, aufgenommen oder abgenommen, weil es hier auch nicht so richtig gepasst hat. Oder ja, was heißt gepasst schon, aber ja, hier vorne seht ihr nichts, weil ihr habt ja den Grinch dann meistens immer so in diese Richtung. Also ihr schaut ihn ja nicht von hinten an. Hinten fällt es halt meistens immer nicht auf. Genau, dann könnt ihr einfach entweder eine Masche aufnehmen. Also das heißt, dass ihr jetzt hier in diese Masche einfach zwei Maschen häkelt. Dann habt ihr eine Masche mehr, damit ihr dann hier in dieser Runde genau 25 Maschen habt. Oder wenn ihr jetzt mehr habt aus Versehen, dann könnt ihr einfach eine Masche abnehmen. Das ist auch ganz easy. Also ihr stecht hier einfach ein, holt euch die, dann stecht ihr hier nochmal ein in die andere, holt euch die Masche und dann könnt ihr das einfach abmaschen. Also einfach hier durch alle durchziehen, abmaschen, dann habt ihr dann in der nächsten Runde nur noch eine Masche anstatt zwei Maschen. Ich zeige es euch jetzt nochmal. Ihr könnt auch zwei hintereinander gleich machen. Einfach eine Masche und die andere Masche holen und einfach abmaschen. Dann habt ihr eine weniger. Und dann einfach die Runde weiter häkeln und also nach der Anleitung halt weiter häkeln. Und dann ist es auch ganz easy. Und wenn ihr jetzt eine Runde mehr habt oder weniger habt, ist jetzt auch nicht so tragisch, dann ist der Grinch halt ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Also auffallen tut es dann auf alle Fälle am Ende nicht. Und ja, so häkelt ihr auf alle Fälle die Füße zusammen von dem Grinch. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und jetzt wünsche ich euch auf alle Fälle ganz viel Spaß beim Nachhäkeln von eurem Grinch. Falls ihr Fragen habt, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, diese Anleitung ist natürlich auch für diesen Grinch hier. Ich habe zwei Grinch gehäkelt. Und ja, genau. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Ciao.